Hallo, in diesem Video will ich euch zeigen, wie man in Excel sortiert. Und zwar, es ist eine ganz einfache Angelegenheit. Und zwar fangen wir an mit ganz einfach sortieren. Nehmen wir an, ich will nach dem Startpreis sortieren. Also, ich muss irgendwo in den Startpreis reinklicken und dann einfach auf hier bei Sortieren und Filtern. Ich kann nach entweder aufsteigen oder absteigen sortieren. Ja, wenn ich jetzt absteigen sortiere, dann ist der größte Preis oben und der kleinste Preis unten. Notieren Sie bitte, dass, ich mache mir hier das ein bisschen größer, notieren Sie bitte, dass, wenn die Preise sortiert sind, natürlich gehen auch alle anderen Daten gehen mit, das ist sehr wichtig, ja, nicht der Preis allein, sondern auch das entsprechende Auto, quasi Hersteller, Modell, Variante etc. Viele machen den Fehler, dass sie das markieren und dann gehen auf Sortieren. Die Gefahr ist hier, dass dann nur diese Spalte sortiert wird und nicht der Rest. Und dann passen ja die Preise nicht mehr. Dann ist der Preis hier nicht mehr der richtige für das entsprechende Auto. Deswegen nie markieren. Einfach irgendwo reinklicken, wie jetzt hier, und dann einfach sortieren. Und dann werden die ganzen Daten, also nicht nur der Inhalt dieser Spalte, sondern alles, wird dann sortiert nach dieser Spalte. Okay? Probieren wir es nochmal nach der KW zum Beispiel. Wer hat die kleinste KW? Da sind die mit der kleinsten KW. Absteigend heißt, da sind die Autos mit den höchsten KW-Zahlen. Aber was man auch achten muss beim Sortieren ist, dass man keine Dateninseln hat. Das heißt, zum Beispiel, das ist jetzt hier eine Dateninsel. Da ist keine Verbindung mehr zwischen diesem Bereich und diese zweite Insel oder diese dritte Insel oder diese vierte Insel hier, ne? Das sind alles, die haben keine Verbindung mehr zwischen denen. Und das heißt, wenn ich jetzt hier sortiere, besteht die Gefahr, dass diese Daten gar nicht mehr mitsortiert werden. Und dann ist alles, dann sind die Daten sowieso kaputt. Ne? Dann gehört ja die Variante nicht mehr zum Modell, der Preis sowieso nicht, die Türen etc. Ne? Deswegen ist sowas zu vermeiden. Man muss immer achten, dass man keine leere Spalten oder Zeilen hat. Wenn man sowas hat, zum Beispiel hier, dass man eine Überschrift hat, aber keine Daten, das ist okay. Jetzt ist eine Verbindung da. Genauso hier, wenn man jetzt eine ID-Nummer hat, zum Beispiel, was weiß ich, ja, sowas hat, und das ist dann kein Problem. Problem wäre, wenn die Zeile oder Spalte komplett leer wäre. Dann besteht da so eine Dateninsel und da ist dann die Sortierung komplett kaputt. Ich mache jetzt gerade alles rückgängig, ne, dass wir die Daten zerstören. So, okay. So, das ist mal sortieren nach einem Kriterium. Wenn man jetzt nach mehreren Kriterien sortieren will, und das mehreren Kriterien braucht man, wenn man jetzt zum Beispiel nach den Herstellern sortiert, ist ja okay, ich habe jetzt alle Hersteller sortiert, aber unter den Fords habe ich mehrere Fords. Und deswegen muss ich jetzt die hier untereinander, diese Forts muss ich ja untereinander sortieren und dann würde ich das Modell benutzen, aber bei Modelle habe ich ja auch mehrere, zum Beispiel hier Fiestas, deswegen muss ich die Fiestas dann mit der Variante sortieren und hier habe ich auch mehrere, zum Beispiel Titanium, also brauche ich einen vierten Schlüssel, um die zu sortieren. Auch hier sieht man, ich habe mehrere Startpreise, deswegen brauche ich dann noch ein fünftes Kriterium. Ja? Bei solchen komplexen Daten langt manchmal nicht ein Kriterium, weil oft hat man in der Spalte mehrere Einträge, die genau identisch sind, dann braucht man einen zweiten Schlüssel. Und wenn der zweite Schlüssel genauso ist hier, dass man mehrere identische Einträge hat, braucht man dann einen dritten Schlüssel und so weiter und so fort. Und wie man das macht, ist ziemlich einfach. Man geht hier über Sortieren und jetzt reichen diese zwei Schaltflächen nicht mehr aus. Man muss dann auf benutzerdefinierte Sortieren gehen. Und hier kann man jetzt Ebene für Ebene einsetzen. Zum Beispiel erstens sortieren, Hersteller. Wie soll das werden? Aufsteigend. Okay, und dann kommt die zweite Ebene. Und jetzt will ich das Modell. Werte, ich will auch aufsteigen. Dann kommt die nächste Ebene. Und dann haben wir gesagt, die Variante auch aufsteigen. Dann nochmal eine Ebene. Und dann machen wir den Startpreis. Diesmal machen wir es absteigend. Und dann will ich nochmal eine Ebene einfügen. Und das ist dann die Türen. Und daher würde ich gerne nach Größe aufsteigend. Also erst drei Türen und dann fünf Türen. Okay? So, und jetzt können wir sortieren. Und jetzt sieht man, sind die Daten so sortiert, wie ich sie haben will. Erst kommen die Hersteller, dann wird sortiert nach Modell. Also deswegen ist B-Max vor C-Max. Dann kommen bei den B-Max kommt erst Ambiente und dann die zwei mit T. Und dann werden die Preise sortiert. Jetzt hier, bei dem Beispiel hier,
kommt dieser Schlüssel gar nicht zum Einsatz, weil wir haben hier keine identischen Varianten. Ja? Aber hier beim Fiesta zum Beispiel reicht dieser dritte Schlüssel nicht mehr und der vierte auch nicht. Deswegen wäre dann dieser hier benötigt, dieser fünfte Schlüssel. Weil die sind alle, die haben diese zwei Datensätze sind komplett identisch bis auf die Tür. Ja? Und so ist das mit dem Sortieren im Excel. Also das heißt, man kann hier beliebig viele Ebenen hinzufügen. Ich kann auch natürlich so viele Ebenen hinzufügen, wie ich will. Natürlich nicht mehr als Anzahl Spalten, die ich in meinen Daten habe. Und das ist alles, was zum Thema Sortieren da ist.